Nämlich die ganze Zeit unten meine Taskleiste, das ist ein bisschen nervig. Oh. So, ja, jetzt ist es im Vollbild. Ich denke, das ist besser. Diesmal mit Entwicklerkommentaren, Fully. Boah, ich weiß nicht, ob die nicht störend wären, wenn ich ehrlich bin, ja. Organon. Oh, Organon. Es ist so sad. Bisher konnten wir früher alle drei Teile damals immer mit weiterspielen, ja. Und hier ist es halt nur Neustart. Nur Neustart ist möglich, nichts anderes geht. Sprache haben wir voll, Musik haben wir etwas leiser, Videos ist voll, allgemein, ja, Effekte ein bisschen leiser. Sollte alles von der Lautstärke passen, richtig? Wir können es ja mal versuchen und schauen. Chat, was sagt ihr? Wollen wir Entwicklerkommentare haben oder nicht? Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen anstrengend sein könnte, wenn die ganze Zeit nach jeder Cutscene jemand, der die ganze Zeit dir erklärt, oh ja, das haben wir uns so und so gedacht. Ja, lieber nicht. Nee, nein. Ja. Na. Mit. Ich brauch's nicht. Das Gefühl, es ist allgemein ein bisschen mehr nein. Ja, wenn es nervt, können wir es immer noch ausmachen. Ich meine, das stimmt. Ich meine, wir können die ausmachen, falls sie nervig wären. Dann würde ich sagen, let's go, oder? Neustart. Laden, speichern. Nee, ich kann nur Neustart machen, ne? Möchtest du ein neues Spiel starten? Yeah. Ja. Wait. Wir hier anfangen, richtig? Bin gerade voll confused. Ja, genau. Nimmt mal nichts vorweg, Guys. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu, Lobby, und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Benze, niemand hört auf dich zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Nein. Also warte mal, ich kann Poki immer wieder anklicken. Ein freundliches Hussa und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Edition eines unserer Spiele mit einem Entwicklerkommentar veröffentlicht. Und du bist einer der stolzen Käufer. Und deswegen, ja, kann ich dir auch ein paar Sachen über unser Spiel erzählen. Und zwar in diesem Falle ist es Deponia, der erste Teil der gleichnamigen Trilogie. Achso. Und da du die Version mit dem Entwicklerkommentar hast, hast du natürlich auch gleich die nächsten beiden Teile gleich mitgekauft. Ich habe sogar den ersten Teil standalone. Das war ein sehr schlauer Zug von dir. Bevor wir aber richtig loslegen, kriegst du hier etwas ganz Besonderes, und zwar ein kleines Tutorial. Ich bin mir sicher, du weißt ja wahrscheinlich, wie man ein Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn du es nicht weißt, dann wirst du hier auf eine kurze und amüsante Aber Anweise immerhin können wir Poki immer wieder anklicken. Die grundlegenden Mechaniken einbinden. Der erste Teil ist auch standalone. Ich hoffe, es macht dir auch tatsächlich Spaß. Falls ich vergessen habe, mich vorzustellen, mein Name ist übrigens Poki oder Jan-Müller Michaelis, aber Poki, du kannst mich ruhig duzen. Ich glaube, ich wusste nicht, wie er heißt. Ey Fiedel, schönen guten Abend, Mann. Einfach die Hype-Poki. Poki ist hier mein Mitstreamer. Beziehungsweise mein Comic-Alter-Ego. Ich greife nämlich im Laufe des Spiels hin und wieder zur Gitarre und fasse die Ereignisse ein wenig zusammen. Oh, das wird super gleich. Mit einem weiteren fröhlichen Husser auf den Lippen. Und natürlich kannst du mich auch in fast jedem Raum wieder anklicken. Fast jeden Raum. Dann erzähle ich dir etwas über die Produktion von Deponia, die ja tatsächlich sehr viele Jahre angedauert hat. Ich meine, das ist ja die Einleitung, aber ich bin mal gespannt. Ich spreche, aber fast genauso lange. Wie interessant der Rest ist, was er sagt, ja. Ansonsten, keine Ahnung, machen wir es dann irgendwann aus. Aber immerhin kann ich es jederzeit anklicken, wenn ich will, und auch ignorieren, wenn ich Bock drauf habe. So. Computer? Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Doch, wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Ups, Wenzel. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft.
und matscht nicht mehr richtig. Das muss sieht doch noch einmal jeder Idiot. Von vorn? Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, wie man jemanden anspricht, wie man ein Objekt ansieht. By the way, das Ding ist, ich kenne das Spiel ja schon, ja? Das heißt, ich bin nicht mehr so erpicht darauf, alle Rätsel alleine lösen zu können. Manchmal, glaube ich, werde ich euch einfach fragen, was ihr denkt, was wir tun müssen. Und es wäre super nett, wenn ihr die Lösung kennt, dann erstmal Schusch zu machen. Es sei denn, yo, ich weiß echt nicht mehr, haut mal kurz raus, Chat. Das heißt, für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, wir müssen das so machen, wenn ihr ein bisschen tatsächlich miträtseln dürft. Ihr dürft aktiv miträtseln, falls ihr Bock habt. Und dann mache ich einfach das, was ihr mir sagt. Die Kommentare beinhalten manchmal auch Spoiler. Bären. Hä? Die Lösung ist, lasst es Fuddy machen. Oh. Wie man jemanden anspricht, wenn man ein Objekt ansieht. Wie man jemanden anspricht. Du haben wir doch gerade gelernt. Du kriegst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das es gibt ein Rufus-Kopf-Symbol? Wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wenn man ein Objekt ansieht. Warte mal, es gibt ein Rufus-Kopf-Symbol? Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts. Ich spiele mal einen Point-and-Click-Chat. Wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol, dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Seht ihr, was er sich ansehen muss? Es gibt nämlich. Na, ich wollte nicht mit dem Mausrad bewegen. So, es gibt nämlich. Ich liebe das bei Point and Clicks. Es hat, glaube ich, paar Depodia-Streams gedauert, bis mir das irgendwer mal gesagt hat. Und das Tutorial sagt dir das nicht. Man kann das Mausrad anklicken. Ja. Nein, hör mal auf. So, und dann sehen wir diese ganzen Schrauben, mit denen wir interagieren können, was unfassbar praktisch wird. Da ist meine Maus, glaube ich, zu empfindlich eingestellt. Mach mal eine Stufe runter. So. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ja, dann siehst du an. Da liegt es. Wenn es ist immer so genauer ansehen. Mann, ich will einen Schritt weiter gehen, Wenzel. Und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Es wird selten benutzt. Also. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Ich habe bei beiden keinen Schimmer, was sie da reden. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, ich meine, für irgendwen ist so ein Tutorial bestimmt meinst, recht relevant. Die selber haben doch auch keine Ahnung, was sie da nennen. Nein, nein, nein. Rufus weiß, wovon er spricht. So. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Ja, was können wir nur damit tun? In dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast Habt ihr eine Idee? Aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Jo. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Darin du weißt doch noch, wie das geht, oder? Anders als in Edna und Harvey, also Harveys neue Augen, können wir hier Items kombinieren. Und ich bin schrecklich darin, Items zu kombinieren. Obwohl, ging das in Edna und Harvey? Bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr schlecht darin, Items zu kombinieren. Hier ist ja klar, ne? Aber ich vergesse Sie viel her, zu Wenzel. Oft, dass es das existiert. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Yo, DSI, danke dir für 31 Monate Treue. Dankeschön. Bleib beim Adel. Hallo? Danke. So, hier ist eindeutig, ne? Wir können das hier reinlegen. Es passt. Als dann haben wir alles repariert. Musst du? Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Ja. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Bei Harvey ging es etwas. Aber überwiegend nicht.
Rufus? Einen Tipp hätte ich dann. Nein, wenn es nicht klappt. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch die Luffy drücken. Genauso. Und schon. Ach, ich liebe Tutorials. Ja, Rufus ist tot. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Willkommen zu Deponia, Guys. Herr Toriel, das ist komplett falsch ausgesprochen. Enz ist ein Trottel. Die Songs sind wieder da, ihr. Der Bruder muss los. Gott, ist auch so alt. Yo. Müll. Müll. Nennt er da Pokémüll? Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. Ja. Yeah. So. Wenn man Twitter-Kommentare liest. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Yeah. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Gutes Schubdawub. Und Dato, was geht, na? Also gut bei dir. Ich bin übrigens stolz auf euch. Erstmal habe ich keine Nachrichten gesehen, nur hier im Chat. Und dann habe ich bei euch gesehen, dass auf einmal ein Haufen Messages reinkamen. Ich glaube, mein Chatfenster kam nicht hinterher. Dumpster Diving, let's go. Okay. Ah, da ist ja meine Liste. Ich packe meinen Koffer und... Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, ja, Zahnbürste, richtig. Ein paar Socken und ein Seitenschneider. Natürlich. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Na, wir sind Bastlerchen, ne? Wir brauchen einen Seitenschneider, ich meine. Und natürlich brauchen wir eine Zahnbürste. Und ich erinnere mich an fucking gar nichts mehr. Mir ist vorhin eingefallen, oh fuck, ja, wir müssen erstmal aus seinem Haus raus. Ich hab das voll vergessen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ich hab Rufus eine Socke geschenkt. Du bist frei. Sollten wir hier eigentlich schon Musik haben? Eigentlich noch nicht, ne? Kann ich da selber was angucken? Nee. Gerade. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Man kennt's. Habt ihr Fernsehen das letzte Mal geguckt? Ich nicht. Und mit das letzte Mal meine ich, keine Ahnung wann, irgendwann mal. So, wir haben Öl und wir haben ein Schweißgerät. Nehmen wir beides mal mit, ne? Ich meine, komm. Kann man gebrauchen. Jeder braucht mal eine Öldose und ein Schweißgerät dabei, ne? Das ist normal. Wir haben alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. War davon bestimmt. Aber er will sie uns nicht zeigen. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Ati? Hey Günther, na? Wie geht's dir stets? Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Was sagt denn Poki zu der Bude? Können wir uns gerne natürlich anhören. Ja, und da wären wir dann auch schon im ersten Raum zu Beginn des Spiels. Hier lernen wir natürlich gleich unseren Rufus kennen. Das heißt, ich möchte auch gar nicht zu viel darüber selber sagen, weil ihr sollt euch das ja selber erspielen. Gerade bei Deponia habe ich den Anfang noch sehr klassisch gestrickt. Das heißt, ihr müsst euch sehr viele Informationen über Rufus, über die einzelnen Interaktionen, davon gibt es eine ganze Menge und es ist auch gar nicht so einfach. Mittlerweile bei den späteren Teilen haben wir immer ein viel einfacheres Spielerlebnis am Anfang mit reingebracht, damit ihr einen schnelleren Einstieg habt. Aber hier ist es noch eher ähnlich wie bei Enderbricht aus. Das stimmt. Dass ihr noch, bevor es denn so richtig losgeht, schon mal in die Spielmechanik eingeführt aber cooler. Werden, dass ihr ordentlich puzzeln dürft und Rätsel raten dürft. Bei Edna bin ich selbst ein bisschen durchgedreht. Wenn ihr den Entwicklerkommentar angeklickt habt,
freue ich mich, euch verraten zu dürfen, dass wir tatsächlich auch Rufus hier dazu überreden konnten, mit ins Studio zu kommen. Hallo Rufus. Hallo Poki. Ja, was? Dieser Screen, der muss ja bei dir eine Reihe von Erinnerungen wecken. Aber wie gesagt, der Spieler soll es ja jetzt erstmal selbst für sich herausfinden, wo er denn hier ist und was er zu tun hat. Deswegen möchte ich dich lieber was ganz anderes fragen. Und zwar, du wurdest ja für das Spiel von dem Monty Arnold gesprochen. Ob du denn der Meinung bist, dass das eine gute Wahl für diese sehr, sehr wichtige, große Aufgabe war? Ja, also, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Also, vorweg, ich kenne den schon sehr lange, Monty, wir sind so befreundet. Ich meine, er hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich das sage. Also, ich mag ihn privat fürchterlich gerne. Wir haben viel durchgemacht. Wir haben uns kennengelernt, als ich gerade aus Algerien kam. Ich hatte ja dort Pech gehabt und wir sind uns in der Schweiz in einem Zugabteil. Das würde jetzt auch zu weit führen. Wann redet er da? Naja, ob er der Richtige für die Rolle ist, ich glaube, Also ich glaube, da möchte ich nichts zu sagen. Das ist ja auch eine enorm große Rolle und auch eine entsprechend große Verantwortung, halt dein beachtliches Lebenswerk als Sprecher zu interpretieren, richtig? Selbst meine Cam weiß nicht, was hier passiert. Einen Napoleon-Film zu machen. Ups. Nicht, weil man Napoleon eben nur vertreten, aber nicht ersetzen kann. Ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Na, ich würde sagen, ich bin Napoleon, oder Chad? Ja, und da wären wir. Nein! Wir haben das ist ja auch. Ja, und da. Ah! Ja, ich will. Ja auch... Ich will, dass sie immer wieder anklingen. Seid ihr sicher, dass wir die Entwicklerkommentare uns anschauen wollen? Ich will ehrlich sein, ich finde die bisher ziemlich langweilig. Really? Ich habe das Gefühl, das ist so fast man. Ja, und da wären wir. Ich habe das Gefühl, das ist etwas der Boring for a Stream. Ja, das kann man sich irgendwie, glaube ich, privat ganz gut gönnen. Ich glaube, ich mach die mal aus, ja. Ich will nicht gemein sein, aber ja. Oh, Organon. So. Das Spiel ist ein bisschen leiser als du. Kannst du es ein klein wenig ausgleichen? Stimmt. Was hat mein Lautstärke-Mixer? Deponia ist auf... Visionär Player vor Deponia. Deponia ist auf voller Pulle. Was haben wir hier? Sprachlautstärke. Ich hab's ja eigentlich voll laut, ne? Vielleicht kann ich's hier ein bisschen lauter machen. Jetzt müsste es lauter für euch sein, oder? Na gut. Tut mir leid, Blubby. Die sind was für einen eigenen Playthrough. Yeah. Wir haben eine Toilettentür. Das ist eine eindeutige Toilette. War ich da manchmal keine Wieder Musik? Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Toni immer, ne? Gott, seid froh, dass ihr Toni noch nicht kennt. Ihr wollt nicht wissen, wer das ist. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ich hasse es, wenn meine Zahnbürste einfach wegrennt. Yes, it's good, thank you. Schaut sie euch an! Jetzt verspottet sie uns! Komm zu Papa! Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Marv. Oh. Oh hey, wir haben den Seitenschneider, den jeder braucht. Und wir haben Waschmittel. Wofür braucht man Waschmittel, Chat? Ich finde, Waschmittel ist ziemlich unnötig. Boah, was für eine Plörre. Das beliebteste Getränk in Deponia. Gibt immer nur Plörre. Wir haben eine Hausapotheke, wie jeder normale Haushalt. Habt ihr auch eine Hausapotheke zu Hause? Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Oh, danke schön, Toni. Mach dir mal alles kaputt. Tonis Zimmer ist offen? Hey. Ratet sich weiter, ja, aber wir gehen da rein. Oder nicht? Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Das ist aber eine Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Oh. Da hast du nichts mehr drin verloren.
Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Aber genau das wollten wir tun. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Oh, schade. Rufus ist zu gut für sie. Rufus ist einfach zu gut für Toni. So, hier haben wir den unteren Bereich. Wir brauchen einen Mantel, eindeutig. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Wir haben beide Socken. Oh mein Gott, ich bin so gut in diesem Spiel. Wir haben eine zickige Memo. Hab ich die etwa geschrieben? Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Ja, dafür ist Essen da. Finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Keine Socke. Please, I haven't brushed my teeth in a year. Come back. Hey King, was geht? Na, alles gut bei dir? Bei mir ist auch im Steam-Reviews aufgefallen, dass Amerikaner deutschen Humor nicht wirklich verstehen scheinen. Ja, der Humor ist sehr doof. Aber gut. Oh, wir haben noch eine Socke. Gut. Ich meine, wie man das kennt, wie ein paar Socken besteht aus drei einzelnen Socken. Also brauchen wir drei Socken, richtig? Das hat doch jeder so, ne? Mach endlich den Abwasch. Nee. Der macht sich nicht von allein. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ich warte auch schon seit ein paar Tagen, dass sich mein Abwasch erledigt. Ich warte immer noch. Es ist noch nicht passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ne? Ne Socke kann ein Loch haben. Wir haben übrigens eine Menge Stuff hier dabei. Und wir haben einen Topf mit Wasser. Keine Sorge, es ist wirklich Wasser, ja. Diese Zahnbürste könnte genauso gut meine alte sein. Bei der würde es mich auch nicht wundern, wenn die irgendwann lebendig wird. Nein. Boah, was für eine Plörre. Ich will die Stimmgabel haben. Yeah. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Fuck. Glaubt ihr? Komm mit dem Seitenschneider da rein, bestimmt, oder? Rufus, die Antwort ist alles. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Das passiert, wenn man sich eine Zahnbürste teilt. Ich meine, es ist, manchmal muss man das halt tun, ja? Also, ich meine, oh Gott, nein, bitte teilt euch keine Zahnbürste, okay, bitte. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja, hat man was für später, richtig? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Oh. Ich habe einen Ölbehälter. Zählt das? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Oh. Wasabi-Nüsse. Wasabi-Nüsse übrigens sind fucking großartig. Yo, Blacky, ne? Was geht? Ha, alte Menschen. Selber alte Menschen. Merkwürdig, bei mir macht das sich normalerweise wirklich von selbst, wenn ich lang genug warte. Nur merkwürdig, dass meine Mutter immer angepisst ist. Oh nein. Das ist einfach nicht nett. Übrigens, das Geräusch der Zahnbürste ist fantastisch, oder? Hör mal auf, die ganze Zeit Geräusche zu machen. Komm mal her, Zahnbürste. Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Warum nicht? Dann eine Kammer mit der Stimmgabel? Nein. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Habt ihr einen Hebel für mich gefunden, Chat? So, wir das haben sind Socken. Immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, natürlich nicht. War dir schon mal in Elysium, Chat? Ist nett dort, habe ich gehört. Ehrlich gesagt weiß ich hier nicht, was wir tun müssen. Ich habe ein Handschweißgerät. Kann aber bestimmt das Handschweißgerät ordentlich einölen. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Ich wollte gerade sagen, das klingt unglaublich sinnvoll. Damit kriege ich die nie auf. Hm. Da drüben. Ach so. Ich weiß es. Was weißt du denn, ha? Was hier oben?
Ja, wir haben die Kiste. Kann ich die nicht öffnen? Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren War ja auch in Elysium. War ganz toll dort. Aber der Leiter war ein Arschloch. immer diese Arschlöcher, ja. Schlimm. Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin ist. Oh ja, da müssen wir bestimmt auch kein Wasser drauf kippen. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vorher... Ich will keine... Das Ding nicht in der Hand? Die Möbel putzen? Geht's noch? Ich meine, es sind Möbel. Es ist nicht so, als würden sie oft bei Regen draußen im Schlamm spielen. Ja, nicht so. Bei Enttäuschung bist du bei Fully richtig. Das ist gar nicht wahr und das finde ich sehr gemein. Ich finde nicht, dass es hier enttäuscht ist, okay. Seht ihr? Das bin ich! Wenn ihr nochmal sagt, ich bin enttäuscht, dann gehe ich einfach und komme nie wieder. Oh Gott, ich habe halt legitim wirklich nicht mehr im Kopf, was ich tun muss. In der Toilette war nichts, ne? Ah doch, da ist ein, nein, ich will den Pömpel. Habt ihr einen Pömpel zu Hause? Ich habe, also jetzt mal, ohne Jokes, ich habe wirklich keinen Pömpel zu Hause. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber es war bisher noch nie nötig. Das ist quasi ein zweites Blind Playthrough. Nur besser. Weil ich bestimmt halb weiß, was ich tun... Chat, ihr könnt das doch lösen. Ich meine, ihr seid clever, richtig? Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Hm. Wo ich doch so gerne pömple. Warte. Ist er da? Pömpel sind eine Standardausstattung. Achso. Peter hat ausnahmsweise mal recht. Autsch. Und weg damit. So, wir brauchen das Öl eh nicht. Ja. So, das haben wir erstmal weggekippt. Scheiß mal auf Öl. Öl ist wertlos. Wasabi-Nüsse. Da sind scheinbar noch ein paar. Das ist der heiße Scheiß. Yeah. Und die können wir jetzt in die Öldose packen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ja. Wunderbar. Wollt ihr ein paar Nüsschen? Ein paar Wasabi-Nüsschen, Guys? Wir brauchen jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch die Zahnbürste, ne? Ich? Cool. Kann ich damit was machen? Boah, ja, ich glaube, jetzt zieht das nicht mehr ab, ne? Ah, doch, schade. Ja, Nüsschen! Pömpel sind wichtig. Wer keinen Pömpel hat, dem vertraue ich nicht. Oh, also vertraust du mir nicht? Finde ich schade. Ich fände, du kannst mir vertrauen. Glaub mir, ich bin Streamer. Seht ihr? Ich mach sowas mit einem Pömpel auf. Wie man das halt eben macht, ne? Und so haben wir eine Mausefalle. Wisst ihr, wie fängt man eine Zahnbürste? Eindeutig, wir legen eine Wasabi-Nuss auf die Mausefalle. Und dann legen wir diese Mausefalle aus. Was erleben. Ja, um unsere Zahnbürste zu fangen. Ich meine, wie macht man das sonst? Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Seht ihr? Das ist genial. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Die wird arbeiten müssen. Aber hey, wir haben die Zahnbürste. Haben wir nicht alles sogar jetzt? Wir haben den Seitenschneider. Es fehlt nur noch der Seitenschneider, warum auch immer. Warte mal, hab ich den nicht? Ich hab den doch. Es fehlt nur noch etwas Proviant. Ich hab Proviant. Es fehlt nur noch... Ich hab doch alles. He doesn't know. No. Ach ja, warte mal, ich muss das in den Koffer legen. Ich mein, Chat, wir können uns bestimmt aussuchen, welche Socken wir mitnehmen. Wollen wir die blaue und die gelbe Socke mitnehmen? Die gelbe und die grüne oder die grüne und die blaue? Ihr entscheidet, ja. Zahnbürste, check. Die haben wir dabei. Wasabi-Nüsse. Hallo? Proviant, check. Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer, check.
Die Socke und die Socke, ja, welche Socke? Ein weiterer Grund, dir nicht zu vertrauen. Nein, 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 trust me, ja? Trust me, guys. Okay, welche Socken nehmen wir? Die blaue, die grüne, die gelbe? He's stupid? Du bist stupid! Hast du mich gerade stupid genannt? Zu was? Dann entscheide ich. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. So, ja. Warte mal. Weißt du, wie wir das machen? Wir kochen die eine Socke. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Können wir klären. Ja, mein Handschweißgerät. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Für jedes Bein eins. Das ist drei Beine. Ich würde das mal auschecken lassen. Das klingt nicht gesund. Ich will nicht gemein sein, aber das klingt nicht gut. Warte mal, ja, wir haben ja hier den Ofen, ne? Hallo? Warum klickt er manchmal nicht? Klick das da drauf. Perfekt. So, Chat, ich bin kurz auf Toilette, aber überlegt mal, was wir hier als Feuerholz benutzen können. Ich nehme gleich jeden Vorschlag von euch an, den ich sehe, wenn ich wieder da bin, ja? Also schlagt Feuerholz vor. Wir haben bestimmt was. So, pack Rufus da rein, die Socken, die Gabel, die ist sicher aus Magnesium. Ja, schöner Tag, Chat. Icy. Nein, 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 du schlägst was vor. Yeah, okay. Dann packen wir, die Socken rein, die grüne. Ob ich hier die zweite Socke finde? Hallo? Ich muss den Ofen aufmachen, sorry. Ob ich hier die zweite Socke finde? Ja, aber der will nicht. Das wäre eine schlechte Idee. So, die Gabel. Natürlich die Gabel. Was denn auch sonst? Die Stimmgabel erzeugt Wellen und Vibrationen, die natürlich sich entfachen und entzünden. Und das entsteht, dadurch entsteht Wärme und damit wird das Wasser kochen. Noch nichts zu Gabeln da. Alles muss man selber machen. Okay, der Vorschlag war dämlich. Was ist los mit euch? Es ist eindeutig ein Haufen Zettel. Das sind Tonis Memos. So. Und rein damit. Seid ihr dafür einfach nicht gemacht, Chat. Und so macht man ganz sicher und vorsichtig ein Feuer, um den Topf zum Kochen zu bringen. So, wir haben die Stimmgabel, oder es ist eine Gabel einfach nur. Und damit können wir jetzt Kochwäsche waschen. Also das Blaue da rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Ja, aber ja, glaub mir. Noch was. Waschdingensmittel. Ah, ja, ja. Dieses Waschdingensmittel, das haben wir irgendwo gefunden, ne? Da, passt. Das muss so blubbern. Blubbi löscht nur das Feuer. Blubbi macht das schon richtig. So, rein da. Ich bin zwar kein Experte. Yeah. So. Können wir jetzt mit der Gabel rauswischen? Das hat irgendwie noch nicht so viel gebracht. Oh. Was, wenn wir die grüne Socke da reinwerfen? Weißt du was? Wenn wir schon mal dabei sind? Gelbe Socke geht auch. Yeah. Und jetzt können wir sie rausfischen. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Das passiert mir immer. Da haben wir ein Sockenpaar.
Sockeneintopf. Irgendeine ist verschwunden. Sucht euch aus, welche. Nein, ich habe noch nicht... Ach ja. So, und jetzt haben wir eigentlich zu Ende gepackt. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich einen ganzen Stream hierfür gebraucht. Ich meine, Fortschritte. So, wir haben ein Sockenpaar. Damit können wir jetzt abhauen. Let's go. Socken, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Hm. Was ist am wenigsten nützlich, ja? Wir haben den Seitenschneider, wir haben eine Zahnbürste. Monkey Brain develops in now Ape Brain. Ja, ich bin ein Ape Brain now. Wir haben Wasabi-Nüsse und wir haben Socken. Ich glaube, am unwichtigsten ist die Zahnbürste, ja? Die nimmt viel Platz weg, die können wir rauswerfen. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Okay, wenn du sagst, dann die Socken, richtig? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht okay, weg. Okay, dann die Wasabi-Nüsse. So viel Platz nimmt das nun auch wieder Achso, nicht ja, weg. Ja gut, dann schade. Muss der Seitenschneider sein. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals. Aber ich fühle mich nicht sicher ohne Seitenschneider. Brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Das war... Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Nürt hat geholfen mit der Mathematik. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu... Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Es ist so lustig, dass ich alles verstehe, was die hier sagen. Damals habe ich nichts gerafft. Also, wer von euch kennt das Spiel nicht? Wie viel habt ihr von dieser Konversation verstanden? Eher ein bisschen weniger, ne? Keine Sorge, das werdet ihr alles noch verstehen. Ich habe das damals auch nicht verstanden und dachte mir, was redet ihr da? Aber das ist immer wieder schön, wenn man etwas kennt und dann auf einmal frühere Dialoge einfach viel besser versteht. So, wir brauchen einen Schraubenschlüssel-Dingens. Das brauchen wir alle, das ist ganz normal. Wir können Wenzel schubsen. Wenn wir Wenzel schubsen, kommen wir schubsen ihn. Hey, Rufus? Hey, Wenzel, was gibt es? Ein Zeichen vom Organon. Mach's gut, Wenzel. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendliche Reichtum gibt? Wegen des Plans? Glaubt ihr, in Elysium gibt es unendlichen Reichtum? Ich hab einfach nicht zugehört. Danke, das beruhigt mich. Ich bin total lost, keine Sorge. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer Wenzel. Oh. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Stellt euch vor, man arbeitet nicht. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Ja. Würde jemand, der faul ist, ja, seinen Koffer packen? Ich glaube nicht. So, schon Zeichen vom Organon. Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass Klingt sie uns gesund. In Ruhe lassen. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund,
mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst, oder? Seid ihr traurig, dass wir nicht mit können? Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. So, wegen des Plans. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Koffer passt nicht mehr in eine Kapsel. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Diesmal wird es klappen. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Nämlich mit Rouge. Da gibt es Reichtum, Macht und Ruhm. Yeah. Der Mann, der sich dies alles erarbeitet hat, war Rufus. So, arbeiten wir. Wie normale Menschen. Besser ist das. Nicht du so hast wie nicht Wenzel. Mehr viel Zeit. Fucking Wenzel. Schaut euch an, wie faul er da rumsitzt. So. So, und wohin jetzt damit? In die Kapsel. Da ist kein Platz. Oh. In die Harpune. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Dir fällt bestimmt noch was ein. Rufus, der König der Deponianer. Yeah. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Yeah. Wer braucht überhaupt Steuerungselemente in dieser Kapsel? Bauen wir das einfach aus, dann haben wir Platz. Sitz. Hey, Sefri, was geht? Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ich meine, wenn wir Zug fahren oder so, brauchen wir auch keinen Sitz, richtig? Wir stehen alle immer. Da ist kein Platz. Oh, schade. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Ich will den Koffer da rein. Da ist kein Platz. Hä? Wenn sie dieser komische Typ mit den komischen Brillen und komischen Schuhen. Yeah, schaut ihn euch an. Mit seinen komischen Haaren und alles. Und wie klein er ist. Was ein Trottel. Das sitzt auch so schon fest genug. Okay, dann halt nicht. Hey, wir können in Tonis Haus rein. Seine letzten Worte waren: Elysium, ich komme. Ne, von hier kamen wir, ne? Jetzt sollten wir auch nichts Neues mitnehmen können, richtig? Es sei denn... Ah, Wenzel ist Fully. Ja. Wir können vielleicht den Seitenschneider nicht mitnehmen. Fuck, wie packe ich nochmal den Koffer weg? Ah. Aber immerhin machen wir Musik. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Das wird ein spektakulärer Abgang. Wo würdet ihr einen Koffer verstauen, Guys? Ja, wie wär's mit dem Staufach? Das Staufach ist zu. Dann mach es auf. Da muss nichts geschraubt werden. Dann schweiß es auf. Da habe ich jetzt lange genug dran rumgeschweißt. Hast du gar nicht. Okay, dann so. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Wofür sind Batterien überhaupt da? So. Und ja, nun? Besser. Ich wollte den Koffer... Ja, und du sollst ihn da reintun. Na, geht doch. So, perfekt. Und jetzt können wir an die Bedienungstafel. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ich würde sagen, die Fluchtkapsel ist ziemlich flott, oder? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Sag mal, Rufus, hast du das überhaupt geplant? Der hat alles geplant. Rufus plant alles. Siehst du doch. Guck mal. Hier ist jetzt wohl überflüssig. Wir rasen jetzt nicht einfach hier irgendwo hin. Wir planen das ordentlich. Lass dich einfach abschrauben. Da muss nichts geschraubt werden. Okay. Mit dem Handschweißgerät, richtig? Das sitzt auch so schon fest genug. Okay.
Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Ich bin dafür, dass wir ihn da oben ans Dach binden. Nicht hin. Nee. Aber wie hält sie dann? Und wichtig. Wie muss ich den Sitz doch dran packen? Der ist jetzt wohl überflüssig. Der ist jetzt wohl überflüssig. Ah. Warte. Und was tue ich dann? Kannst du die nicht einfach zumachen? Der mein Meisterwerk. Ich habe sehr Servo, schönen guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut bei dir? Da sind zwar tatsächlich ein paar Mutternlose, aber das passt schon. Benzo Rufus oder den Sitz? Ja. Shit. Das ist das Typische, wenn man Dinge vergessen hat, ja. Ich habe schon so viel vom Spiel gesehen und ich mag Rufus immer noch nicht. Wie kann man Rufus nicht mögen? Was ist los mit dir? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ich würde mal noch sagen, die Batterie ist perfekt dafür, ja. Aber wie hält sie? Und wichtig. Da muss nichts geschraubt. Da sind zwar tatsächlich. Da muss nichts. Ist das ein Joke? Warum war das ein Joke? Aber wie hell und wichtig. Kann sie nicht aufs Dach legen. Dafür reicht das Kabel nicht. Schade. Warum brauche ich überhaupt eine Batterie? Kann ich mich nicht hier einfach draufsetzen? Der ist jetzt wohl überflüssig. Ja genau, was setzen wir oben drauf, hä? Ihr dürft übrigens, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, ihr dürft langsam Ideen äußern, wenn ihr wollt. Ich meinte das ernst. Die einzigen, die Rufus nicht mögen, sind sämtliche Charaktere in Game. Nein. Rufus hat eine Menge Freunde wie Wenzel, Toni und Charakter, die wir noch nicht kennen und ich dementsprechend noch nichts drüber sagen werde. Können wir nicht die Batterie einfach auf die Bedienungstafel packen? Er wird geliebt. Rufus ist beliebt. Ich meine, schaut ihn euch an, er ist ein unfassbar lässiger Typ, ne? Das sitzt auch so schon. Das sitzt auch. Da habe ich jetzt lange. Da habe ich jetzt. Ich habe gerade keine Ahnung. Kann ich nicht einfach los? Reicht es nicht? Das reicht doch bestimmt. Yo, Snowy, danke dir für 24 Monate treu. Dankeschön, bleib beim Adel. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Wie geht's dir, Mann? Und hey, Marva, das, na? Vielleicht brauchst du etwas, was nicht im Hinterhof ist? Kann ich woanders hin? Ich meine, ich kann mal gucken, ob ich woanders hin kann. Aber ich meine, hier nach vorne konnte ich noch nicht, oder? Doch, kann ich, okay. Eine Chilischote. Autsch, heiß. Oh. Hey, Lasiboy, was geht? Ich hasse das, wenn man Chilischoten nicht anfassen kann, weil die zu heiß sind. Wir sind mal so kurz vorher wechselt. So, wir können an den Briefkasten. Der ist wichtig. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Dann macht man ihn halt lose. Ich glaube, wäre Lilly im Spiel, wäre Rufus die erste Person, den sie verschwinden lassen würde. Ich weiß ja nicht. Lilly hat niemanden verschwinden lassen. Wovon redest du? Hallo, hey, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel schon wieder gesperrt? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Ist das eine Final Fantasy 7 Anspielung gewesen? Ich meine, Einsturz in Sektor 7 kommt schon.
Es kann doch kein Zufall sein. Elise ist ein braves Mädchen. Das würde sie nie machen. Hast du Toni gesehen? Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich bin mal gespannt, wie euch Toni vom Design vorstellt, ja. Er hatte eine ganz andere Vorstellung, als was ich dann gesehen habe. Was ist denn der Deponia Sephiroth? Gibt's nicht. Maximilian, yo, dich habe ich voll lange nicht mehr gesehen. Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. Na, wie geht's dir stets? Damn, ich sehe Deponia. Du warst ja wirklich lange nicht mehr da. Kenne Toni und sage mal nichts, sollst du ja auch nicht. Ich werde endlich hier wegkommen. Yeah. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Nein. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Nö. Ist doch gut. Der Plan an sich ist perfekt. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ein Sitz ausgebaut. Nee, das sind Tipps, ne? Ich krieg das schon hin. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Hier ist passiert, aber nur positives Zeug. Das freut mich zu hören. Ja gut. Wollen... Hey, Nintendo-Crown, na? Wie geht's dir stets? So. Jetzt wollen wir das Spiel beenden. Deponia ist ein sehr kurzes Spiel. Und wir gehen nach Elysium, weil... was haben wir hier noch verloren? Ja. Deponia, wer braucht es schon? Ha, passt. Yeah. So, sagt bei Deponia. Nämlich, passt. Da haben wir alles konstruiert. Der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Genau. So viel schon ready. Viele Fails gab es bis jetzt keine. So. Blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Easy. Was denkt ihr, was wir hier tun müssen? Ich meine, mich zu erinnern, dass wir da oben hinklicken müssen, also das Ding bewegen müssen. Aber wenn ich das irgendwie hinbekomme, werde ich jetzt sehen. Naja, es bewegt sich ja super weit, ne? Scheiße. Spielen wir danach Deponia 2, worauf es sein Leben bei den Orbit-Elfen auf Elysium genießt. Natürlich, natürlich. Schafft es. Ich schaff das. Schafft das. Seht ihr? Let's go. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. Auf geht's nach Elysium. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hi, Toni. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Du bist... keiner Streamer? Nein. Kann der Streamer welche 45 Jahre brauchen, um Trial and Error zu lösen? Was haltet ihr übrigens von Toni? Ich mag Toni. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast, oder? Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Aber das ist ja der finale Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Toni, super, ja? Es ist zu spät. Du
kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich liebe Toni auch. Aber seht ihr? Rufus ist so beliebt. Wenzel liebt ihn, Toni liebt ihn. Es ist, ich gehe fort. Für immer. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Wir gehen jetzt wirklich, ja? Ich zünde die Lunte. Ich tu's. Jetzt wird's spannend. Seid ihr bereit, Chat? Und Horrido. Ich kann nicht glauben, dass ich damals für das Spiel 12 Stunden oder so gebraucht habe. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Oh. Oh, oh, oh. Das muss so, das ist normal. Keine Sorge, ihm geht's gut. Das muss so, wir sind da. Wir sind angekommen, Chat. Wir sind in Elysium. Spezi, was geht, ne? Ja, tatsächlich ein Rätsel, wo ich kurz rumprobieren wollte, wie was geht, und war einfach die richtige Kombination. Toni muss man einfach lieben. Und das sind noch nicht mal ihre besten Momente, das kann ich euch verraten, ja? Oh, shit. Ja, das passiert mir auch immer wieder. Spezi, danke dir für 18 Monate, toll, bleib bei Madel. Dass wir blaue Flecken hinterlassen, oh, das wäre ein bisschen Zwiebel. Ja, das ist richtig so. Und so rollt man sich eine Kette hoch in den Schacht rein. Genau so funktioniert das. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Hat das geklappt? Leute dachten, er ist ein Idiot. Warte mal, die Zahnbürste hätte ich auch ganz gerne. Wollt ihr noch was reindrücken? Dankeschön. Ich hab's gelesen, aber das war halt mit der Katze. Vielen Dank, Mann. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Und deswegen geht man nicht ohne Seitenschneider aus dem Haus. Wer von euch hat nochmal gesagt, wir sollen den rauspacken? Der gefeuert. So. Das ist doch gut. Ich habe meinen verloren. Das passiert manchmal. Jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Das warst du? Nein. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Oh. Gefeuert? Nein, ich kündige. Kannst nicht kündigen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ach so, ja, ja, verständlich, verständlich. Warte mal, hatte ich irgendwelche anderen Chancen? Nee, ne? Glaube nicht. Wieso? Die sind doch noch gut. Ja, diese Socken können wir noch gebrauchen. Die sind wichtig. Immerhin verloren. Vertüdelt. Ich mag das Wort. Vertüdeln ist super, oder? Nicht anfassen.
Hey, ganz schön aggressiv, solange... Gut, dass ich so viel vergessen habe. Ich meine natürlich, dass hier jetzt alles geplant hat. Ich weiß genau, was ich tue. Keine Sorge. Damit kriege ich die nie auf. Aber warum so pessimistisch, Rufus? Doch mal positiveren. Keine Chance. Eine positive Einstellung. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Ich hab Finger wie Wenzel. I'm sad. Ich weiß so alles. Das ist okay. Wisst ihr, wir können die Socken einfach nehmen, ja? Und dann werfen wir diesen Hebel ab. Ich spare meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Wir machen uns eine Wasabi-Nuss-Flitsche. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. No. Da sind schon genug Ölflecken drauf. War meine Idee gut. Ich spare mir meine Okay. Kann ich auch nichts machen. Ja, wenn ich nicht an die Hebel komme, kann die Luke nicht öffnen, ne? Ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Kann ich nicht? Kann ich nicht reinwerfen? Mit Essen spielt man nicht. Es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Habt ihr mal mit richtig lustigem Essen gespielt? Aber ich meine natürlich, das macht man nicht. Fuck, ich habe keine Idee. Ich spare mir mein... Mit Kichererbsen? Ja, Luffy, das ist eine schwierige Situation. Siehst du den Müllschlucker? Ja, das ist gefährlich. Ich kann da ein Sockenpaar reinhauen, aber mehr weiß ich gerade auch nicht. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Fuck, nein, ich meine, ich kann die Nüsse da reinwerfen. Au, so wirklich braucht. Ich habe aber keinen Seitenschlag. Ich lass ihn mal lieber. Kann ich nicht genau dort oben die Socke reintun? Nö. Schade. Hey, ganz schön aggressiv, solange... Essen ist eine todernste Angelegenheit, ja? Classic, schon wieder Deponia? Mein Gott, ich werde nicht mehr. Vielen Dank für 15 Monate treu. Wie geht's dir stets, Mann? Alles gut? Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Ja. Wir haben gerade erst angefangen mit der Reise. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr weiter. Fühlt ihr euch auch wie diese Katze, die gerade umfällt? Ich spare mir meine... Ich hoffe doch. Damit kriege ich... Fuck, ich habe wirklich keine Ahnung. Wieso? Bin ich gerade zu blöd? Die sind doch noch gut. Mir fliegt jetzt... Ich lasse ihn mal lieber zu. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Ja. Yeah. Wurde die dumm? Nein, gar nicht. Mit Essen spielt man nicht, es sei denn... Ich bin gar nicht dumm. What the Socken, fuck? Check. Bin ich wieder weg? Ich bin eigentlich des Todes müde. Dann trink den Kaffee. Nein, Quatsch, schlaf gut. Hey, ganz schön aggressiv, so lange... Da sind schon genug... Es ist mir heute Abend zu viele Fragen, ich enthalte mich für den restlichen Abend. Gut, dann stelle ich eben keine Fragen mehr, ja? Ich werde mich enthalten, Fragen zu stellen. Oh. Ja, das wollte ich vorhin machen. Ich habe aber nicht richtig getroffen. Das wird irgendeinen Nutzen haben, bestimmt. Ich lasse ihn mal... Kaffee wäre gut, wenn ich morgen nicht wieder arbeiten müsste. Man nicht. Es sei denn, es Mensch, ja, so ist das halt manchmal, ne? Warte mal, ich habe die Socke jetzt da dran. Hilft mir das?
Das ist ein Memory Fudge. Ich meine ein bisschen, aber ich erinnere mich hieran nicht wirklich. Mir fliegt jetzt. Ich lasse ihn mal lieber zu. Ich hab doch nichts mehr zum Interagieren. Da oben komme ich nicht hin. Hey, ganz schön aggressiv. Hast du rein, Blizzard? Mach's gut. Das kriege ich ihn nie zu fassen. Warum habe ich jetzt die Klappe da aufgemacht? Mit Essen, es sei denn. Warum? Warum habe ich das getan? Ich verstehe gerade gar nicht, was mir das gebracht hat. Ich weiß wirklich nicht, was mir das gebracht hat. Ich spare mir mein. Nein, Rufus. Ich spare. Geh da ran jetzt. Wirf deine Nuss hin. Ich spare. Nein? Okay. Mit Essen, es sei denn. Really, Fully? Ich weiß wirklich nicht. Hä? Ist das, damit ich da reingreifen kann? Ich dachte, das Ding würde da auch reagieren. Ich dachte, ich muss es kaputt machen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Nein. Du kommst da ran. Aber du kannst auch das machen. Seht ihr? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Nein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Wer ist das? Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will ihn doch nicht die Spannung verderben. Schmiedes? Eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Er ist nicht so gut in Englisch, das ist okay. So, wir tun das, was jeder machen würde, um eine Person in dieser Situation zu retten. Ja? Und zwar ganz einfach, wir lenken den Müllstrom um. Dann natürlich auf den mittleren Hebel. Ist ja auch sonst. Ah, nehmt das. Nein, nicht. Ah. Was ist das? Ah. Ja. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Nein, das war der richtige. Idiot. Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Aber ich bin gerade hier angekommen. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Yeah. Pschuh. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Oh, oh. Waren doch zu schnell. Wir waren so nah am Ziel. Und wen haben wir gefunden? Eine Frau namens Ziel. Oh. Ich war so nah dran. Aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Schlimm, oder? Ey, Ezra, was geht? Na? Dieses Spiel nutzt ja mehrmals den gleichen Sprecher. Ja, voll schlimm. Hey, Sonnen, na? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ist das nicht ein cooles Auto? Die Scheibe ist völlig verdreckt. Ja, das muss so. Da hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Kennt ihr so eine Person? Love that car? Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Toll. Besonders die Innenausstattung.
Oh mein Gott! Das ist ein Joke, den habe ich damals nicht verstanden. Hundertprozentig. Seht ihr das Wanted-Poster? Seht ihr, wer da drauf ist? Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Für Leute, für die das zu klein ist, da ist Harvey drauf. Kenne ich nicht. Das ist ein blauer Hase. Kann nur Harvey sein. Der Hase ist mir unbekannt. Ach so. Schade. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ich glaube, der ist kaputt. Toro! Hey! Oh. So, ich kann nicht nach unten und hier haben wir uns alles angeschaut. Also gehen wir nach zum Dorfkern. Auf geht's zum Dorf! Was ist denn hier los? Ja, Smiley. Hey, Capcrime, na? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Das finde ich ganz schön uncool. The Delicate Adventures, yeah. Aber ist doch bestimmt einer dieser vier Kaiser und hat ein hohes Bounty. Exakt. Warum sind so viele Leute hier, ha? Huh? Ich glaube, den ersten Stream habe ich damals hier beendet, weil ich, glaube ich, 3 Stunden oder länger gebraucht habe, ihn zu kommen. Seht ihr? Ich bin sehr viel besser diesmal dabei. Hey, Nerds. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Oh, also, Drache. Geh ich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Oh. Wer ist denn diese bezaubernde Dame hier? Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen hier alle helfen. Flätzchen. Lotti ist die Beste. Es ist, zaubernd. Steuer auf mangelndes politisches Engagement nennt sich Compulsory Voting und gibt es tatsächlich in einigen Ländern. Das klingt ja fürchterlich. Ich will zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Wie funktioniert das denn mit der Wartenummer? Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Ganz lässig. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Da bekommst du eine Wartenummer. Ah. Du ziehst eine und dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Habt ihr so... Chat! Notiert euch das, ist wichtig. Gott, übrigens, hui, ist es euch auch so warm hier gerade? Kannst du mich nicht ausnahmsweise mal vorlassen, Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber Lotti... Aber die in der Schlange bewegen sich ja nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Gegen Wenzel. Warte, was kam nach der Wartenummer? Ich weiß nicht mal, was meine Wartenummer ist. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel.
Beruhig dich. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Ich würde sagen, wir ziehen uns eine Wartenummer. Wie weit hinten könnten wir schon sein? Nummer 66. Das ist schon meine Glückszahl. Mr. Dari, schönen guten Abend, na? Wir haben die Poststelle, Büro des Bürgermeisters oder den Sitzungssaal. Magnete, wollen wir die Magnete mitnehmen? Die sind bestimmt wichtig. Lotti ist sympathisch? Ja. Der Bürgermeister will was entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Was ist denn das? Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen also denn? Also ich hatte es zu... Rufus, nein. Rufus? Rufus. Was? Wer hat doch nur in allen öffentlichen Einrichtungen so freundliches Personal wie Lotti angestellt? Das ist aber echt so. Das Mädchen gehört mir zu mir. Wie komme ich zum Bürgermeister? Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Ja. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Was ein Trottel. Ich verschwinde. Okay. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Was ist das für ein Freak? Ich habe auch Maß. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Ja. Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name Bekannte. Ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir. Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Was ist denn nun falsch mit dem Jungen? Ruf es aus? Alles? Das reicht jetzt aber. Wie? Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ja. Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden. Okay, Moment. Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Wisst ihr was? Wir machen einen Kaffee-Chat. Es ging nach einem guten Plan, oder? Was haltet ihr davon? Wollen wir eine Runde Kaffee kochen gehen? Was brauchen wir für Kaffee? Mit dem Türknopf? Ah, Luftballons, ja. Die brauchen wir bestimmt für irgendwas. Wird der beste Kaffee aller Zeiten? Yeah. Okay, Schritt 1 für einen Kaffee, ja? Was brauchen wir dafür? Bohnen, Chili. Ha, klingt beides gut? Chili-Bohnen? Wie wär's damit?
mir gefällt die Idee davon, ja. Hier ist übrigens Tonis Laden. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Nice. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Hey, Toni. Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Haben wir? Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ja. Yeah. Alle Koma-Patienten brauchen also nur einen starken Kaffee. Weiß gar nicht, was sie sich so anstellen. Ist halt echt so, ne, Pony? Easy. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Ja. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Haben wir irgendwo Stiefel benutzt? Ich würde gerne etwas kaufen. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Oh. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Ich muss da mal ran. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich liebe es, wie verzweifelt sie ist. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Kram. Eine Mühle. Sie was? Hätten wir Kaffeebohnen, haben wir hier die perfekte Mühle, um den Kaffee dort zu mahlen, oder? Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Aber immerhin hilft sie Rufus, wenn er sich verletzt. Ich meine, irgendwie. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Hey. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere?
Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst. Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Sie ist zu gut für ihn eigentlich. Ich meine, sie hat einen guten Punkt. Warum hilft sie ihm überhaupt? Nehmen wir ein paar Haken mit. Ach, autsch. Ey. Joho, joho. Wenn die Haken kommen, bin ich anderswo. Aua, guck mal. Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Mm-mm. Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Ich finde das gelogen. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Toni, brauchst du eine Umarmung? Aber hey, wir haben einen Haken. Der ist bestimmt für irgendwas wichtig. Ich meine, jede Sache hat einen Haken. Richtig? So, das sieht nach einer Menge aus, aber ich glaube, das ist gerade noch nicht eine Menge. Wir haben eine Notrufsäule. Wo will ich mit dem Haken eigentlich wirklich hin? Wir können hier hin. Was geht, Hanek? Na? Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Ja. Sachen erledigen und... besorgen. Ja, gute Nacht, Charlie. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Ja, warte nur drauf, dass sie ihn einmal so eine starke... Was? Eine starke ins Gesicht scheppert? Also eine Schelle? Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Schreibt euch das auf. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Oh. Das ist da drüben dein Papagei. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Oh Gott. Aber der arme Papagei. Warum müssen die einen neuen besorgen, Chat? Ich hab's, glaube ich, nicht verstanden. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich hab schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Ja. Yeah. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Wollen wir mit dem Papagei reden? Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ja, kennt man, ne? By the way, ist euch der da aufgefallen? Das ist einfach nur ein kleines Detail. Der ist einfach nur da. Das fand ich ganz nett. Wir haben Magneten, wir haben den Haken und wir haben den Apothekenschlüssel. Und wir haben natürlich die Nummer. Und dann mal in Lonzos Kneipe. War das echt so, Cap? Ah,
Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Schulden? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Nein, wir waren wirklich da. Es hat niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Ich glaube, Hanek und seine Frau führen eine glückliche Ehe. Du das nicht wusstest, von dem man kennt doch die Minen-Kanarien-Vogelsache. Nee. Ich meine, natürlich kennt man das. Was ist denn auch sonst? Das ist super schön, nehmen wir mit, ne? Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Er macht ja bestimmt geheime Milchshakes, richtig? Hey Lonzo, was geht sonst so? Lonzo? Ja. Lange nicht gesehen, Lonzo. Bekomme ich einen Schnaps, dass du von der Fremden gehört? Toni nervt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Ja, yeah, hätte ich gern gesehen. Ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeter, Hader, Zank, Keif. Ach ja, ich bin schon lässig. Ja. Yeah. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Seht ihr? Jeder liebt Rufus. Hör ich einen Schnaps? Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Klar. Na klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Ihr seit 3 Jahren nicht gesehen, Lonzo. Yeah, hast du von der Fremden gehört? Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn, sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, was wach macht? Wie Kaffee? Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Und seit Hast heute? Du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das. Ja, yeah, jetzt verstehen wir uns. Nice. So mache ich meinen Kaffee auch immer, Chat. Kleiner Funfact am Rande. Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Stimmt, das ist das Edna-Theme. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine. Nicht Kinder. Irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe.
Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. War schon richtig so. Ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Bitte super. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Ja. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Oh Gott, ich will so aufhören zu gehen. Ja. Ja, ich kapiere auch die ganzen Referenzen. Die sind alle am Boden zerstört, dass ihr bester Freund Deponia verlässt. Ist halt echt so, ja. Aber wirklich, diese Kinder. So, Kaffeemaschine. Da müssen wir noch einiges reinhauen. Wir haben aber die Zutaten noch nicht. Aber wir haben den roten Vorhang. Wir haben das Rezept. Und wir haben einen Darmpfeil. Und natürlich das wichtige Schild. Das ist super wichtig, ja. Du vermisst Ignaz. Was war das? Soffen. Die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Ja. Hier ist die Notfallstation, aber niemand ist da. Noch nicht. Das ist aber ein Zahnbohrer und ein Seziermesser und ein Lachgascontainer. Brauchen wir alles. Ich meine, muss man alles mitnehmen, ne? Haben wir hier noch was? Den Arztschrank. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Mann, als ob hier jemand vorbeikommt und Dinge klaut. Was tue ich Nini, nicht wahr, Chef? Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass der für ein anderes Schloss gedacht ist. Ja, offensichtlich. Niemand ist da, Zeit, um Dinge zu borgen. Ich leihe sie mir doch nur. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Nein. Das halte ich jetzt schon für sehr sinnvoll. Polizeivater, sind doch bestimmt wichtige Dinge drin. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Wir haben eine Fußfessel. Da besteht keine Fluchtgefahr. Gott, ich erinnere mich, glaube ich, ganz grob, dass ich hier lange gesessen habe auf dem Screen. Diese Fußfessel, die gibt mir, ich will nicht sagen, da PTSD. Ist nichts mehr zu holen. Aber da kommen Flashbacks zurück. Ja, hast du. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Oh Gott. Ich bin da unten. Yeah. Feuerwehrmann! Nicht das, den Feuerlöscher vergessen. Wenn man Feuer legt, dann... Ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Es passt ja schon, wenn du es dahin legst, ja? Es reicht. Bin hier runter. Tschüss. So, was wir nämlich machen können, ist, War das hier? Das war hier, oder? Yeah. Verschlossen. Schade. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. War das hier drauf? Ja, okay. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Das interessiert den Was nicht. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Wisst ihr, ein rotes Tuch interessiert niemanden. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Ja, aber eine biertrinkende Kuh, das ist der heiße Scheiß, nicht wahr? Aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, dann eben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert.
Es hat eindeutig funktioniert. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Warum hast du das überhaupt einmal getan? Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Daran habe ich mich noch erinnert, okay. Vielleicht jetzt der rote Vorhang? Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Das ist Wasser. Das ist echt so, Taximilian. Ich habe nur mitbekommen, irgendwann warst du nicht mehr da. So, wir können bestimmt mit dem Seziermesser ganz vorsichtig diesen Schlauch da aufschneiden. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich das richtig mache. Habe ich nie behauptet. Na, ich verstehe. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Aber du willst nicht, oder? Doch, er will. Let's go! Gleich nochmal. Okay, nochmal. Gleich nochmal. Ich habe das Gefühl, das funktioniert so nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas müsst ihr hier noch machen. Nochmal? Okay, einmal geht noch. Einmal geht noch, ja? Einmal geht noch. Okay, jetzt aber müssen wir was anderes versuchen, okay? Wir waren hier in dem das Haus ist nicht. Wenzels Haus. Er wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Fucking Wenzel. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Gute Nacht, Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Nee. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Oh ja, hoffentlich wird... Da ist er. Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts, ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie... Alle? Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt. Uncool, Wenzel. Oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Wie lange willst du noch machen? Wir machen noch ein bisschen, nicht mehr zu lange. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Okay. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Es war... Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Haben wir wirklich? Irgendwie. Willst du gar nicht zum Rathaus? Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Nichts. Du blockierst die Warteschlange, Wenzel. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Yeah. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Oh.
Alles klar, Marv, schlaf gut. Wir haben sie beim Retten nur fast umgebracht. Nur fast! Sie lebt ja noch, ne? Die Wünschelrute meines Vaters. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Ich kann's mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Ich meine, wenn ihr einen Rasenmäher kauft, achtet darauf, dass er vernünftig fliegen kann. Ich meine, wofür holt ihr ihn denn sonst? Ein Koma ist nur fast umgebracht. Ich meine, sie lebt ja noch. Komm schon, stell euch mal nicht so an. Woher bekomme ich gebrannte Bohnen? Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Absolut nicht. Du machst das schon. Ah. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Er ist klein. Was für ein Loser. Also mein Rasenmäher konnte hervorragend fliegen, nur nach der ersten Landung wollte er irgendwie nicht mehr anspringen. Oh. Dein Rasenmäher braucht schon ein aerodynamisches Design. Bis absolut. Später. Genau. Kann ich die Wünsche gut haben? Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Ich finde den 50-50-Split schon sehr gut. Not gonna lie, ja? So, ich würde ins Badezimmer nach oben gehen. Das ist ein wunderschönes Badezimmer. Wir haben einen Schwamm. Wolltet ihr nicht schon immer mal einen Schwamm haben? So, hier können wir nur nach unten dann. Wunderschöner Keller hier. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Wir bräuchten mehr von Tonis Zetteln, das stimmt. Nämlich, wenn wir mehr Zettel hätten von Toni, ja, dann hätten wir mehr Zeug zum Verbrennen. So, wir können zum Wassertank gehen und mal den Hahn des Wassertanks benutzen. Ich meine, da kommt jetzt wenigstens Wasser rein, ja? Aber es ist kein gutes Wasser, richtig? Naja. Ich hoffe mal, ob wir irgendwie, wie war das? Ich glaube, wir mussten Dinge aufsprengen für eine Wasserquelle. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das überhaupt jetzt schon machen können. Das ist übrigens ziemlich großes Kapitel, was wir hier machen. Und ich glaube, wir haben bisher schon eigentlich guten Fortschritt gemacht. Aber schauen wir mal. Wo willst du hin? Ich bin nur ins Büro. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Okay, okay. Ich bin zur Poststelle. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Ich erinnere mich noch, was das Rätsel war. Nämlich tatsächlich ziemlich cool und tricky. Ihr seht die Hüte von denen,
dödeln hier. So. Diese Hüte, ihr seht vielleicht, dass die ziemlich gut zu Häuserdächern passen. Vor allem hier der Propeller zum Beispiel, ja. Ich glaube, dann siehst du es mit dem Rest nicht mehr so gut. Aber du, man sieht es sonst, ja. Das heißt, das sind Häuser, wo wir wollen, dass die wieder nach Hause gehen, damit die raus aus der Reihe gehen. Morgenstern, was geht? Gerade von der Arbeit wieder und das ist schon echt 3 Jahre her. Ja, krass, oder? Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Wir haben ja Magnete. Das heißt, wir können die ja auf die Häuser legen. Shit. War das das Haus? Ja, ne? Das sind die 3 Häuser, glaube ich. Du kannst mal sprengen gehen. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Ja, Glocke. Der Sprengmeister, Leute, ich gebe dann... Richtig. So, bis wir bald. Läuten jetzt die Glocke, Rufus. Guys. Genau. Dann hoffentlich habe ich einen First Try. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Yeah. So. Wen haben wir rausge... Fuck, der eine ist falsch. Lobo. Wer heißt denn bitte Lobo? Schaut ihn euch an. Warte mal, wir müssen normal sprengen. Aber wo wohnt denn der? Kennt sein Haus nicht. Das finden wir schon noch. Bringen wir einfach noch mal. Ich meine, das wird schon nicht schaden. Ich denke, er heißt so. Was für ein Loser. Glaubt ihr, das könnte sein Haus sein? Ja, ne? Eventuell. Schauen wir mal nach. Da unten. Oha, das Sprengsignal. War das da unten? Ach. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Fuck. Wisst ihr was? Da können wir eigentlich direkt nochmal sprengen kurz. Moment. Moment. Hier, das ist das Haus, ne? Und dann haben wir wenigstens, bis auf Wenzel, alle aus der Reihe raus. Das Sprengsignal. Ach. Lobo ist ein Marvel-Anti-Held wie Deadpool, sag ich ja niemand, heißt so. hab ich doch gesagt. So. Seht ihr? Die Reihe ist frei. Halt! Wo willst du hin? Zum Bürgermeister. Kannst du hier eine Wartenummer? Warte noch. Siehst du? Die 66. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Mensch, Lotti. Ich sagte... Weg da. Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Du musst mir das nicht so freundlich sagen, ja? Echt guter Progress bisher. Eigentlich ist es wirklich guter Progress. Ich bin jetzt nur ein bisschen am Überlegen, was die nächsten Schritte sind, die wir tun müssten. Wir können erstmal zu Tonis Hütte, ja? So, da ist eine Chilischote. Wir wissen, brauchen wir Asbesthandschuhe, um eine Chilischote anzufassen. Die ist nämlich heiß. Das ist ja wirklich richtig. Oh. So. Apothekenschrank. Easy. Geh da hoch. Geh da hoch. Hoch da. Lotti ist schon eine Süße, das war. Da haben wir Beruhigungsmittel. So.
Beruhigungsmittel. Das ist bestimmt absolut für Toni gedacht. Hey Toni, mit Beruhigungsmittel. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Das nochmal. Hättest du nicht erwähnen müssen. Oh. Wisst ihr, wen wir aber betäuben könnten? Bestimmt den Papagei. Nein, er könnte woanders hin. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Uli hat Toni also schon einmal betäubt. Ah, ah, was hat Rufus mit ihr gemacht? Das weiß niemand so genau. Das ist unbekannt. Warte mal, hatten wir nicht irgendwo Lachgas? Wollen wir Lachgas-Ballons auffüllen? Das ist ein Feuerlöscher, das ist eine Fußfessel. Ich will Lachgas. Kein Lachgas. Ja. Das Geräusch. So, wir haben einen Ballon voll mit Lachgas, ja? Kann ich nicht den Haken daran binden? Yeah. Oh, ich weiß genau, was wir jetzt tun werden, Chat. Wir machen Toni ein nettes Geschenk. Wolltest du nicht schon immer einen Ballon mit Lachgas haben? Ja. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuvak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Oh man, ich dachte, das wäre total passend gerade. Nein, der Tag. Oh. Geh mal rauchen. Chat, bitte pass auf, dass Rufus nichts in meinen Drink wirft. Oh Gott, das kann man nicht versprechen. Okay, wir brauchen energiereiches Wasser. Wir haben die heiße Bohnen, ja? Wir haben kein schwarzes Pulver. Wir haben nichts besonders Aufputschendes. Klares Wasser haben wir sowieso nicht. Energiereiches Wasser. Ich hätte gern einen Behälter. Ich habe einen Behälter. Für ein Narkotikum. Können wir nicht den Schwamm einfach benutzen, um Flüssigkeit mitzunehmen? Ja, wir können zum Stier. Das haut doch bestimmt hin, richtig? Wir bohren da einfach rein. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut genau so macht man das. Hm, so schon mal nicht. Ich meine, so macht man das nicht. Ah, fuck. Brauche ich eine Spritze? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Fuck, was können wir jetzt generell noch machen? Ich weiß nicht, ob ich ins Auto schon rein kann. Glaube nicht. Wofür habe ich den Ballon eigentlich gemacht? Ich weiß es nicht. Was machen wir an der Notrufsäule? Vielleicht können wir da den Notruf rufen. Es noch langsamer hingeht, dann schlafe ich gleich ein. Ich meine mich grob zu erinnern, wofür da war, aber ich glaube, ich mache es aktuell noch falsch. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Hallo? Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Einfach wie Lofi machen, ne? Sich eine Melone gönnen. Das Geräusch die ganze Zeit. Boah! Ah, ja.
Das ist jetzt was ganz anderes, richtig? Nein, schade. Ich bin fix und fertig, gute Nacht. Oste rein, schlaf gut. Weiß nicht, ob das Sprengen mir nochmal bei irgendwas hilft. Ja, aber dann sind die anderen nicht mehr da, ne? Ich kann ja mal gucken, ob es was bringt, direkt am Wassertank oder so zu sprengen. Nein, ich kann die Dinger nicht mehr bewegen. Dann habe ich wenigstens damit erstmal alles gelöst. Wir können die scharfe Bohne ja mal mahlen gehen. Der mal, das haut hin. Eine ganze Chilischote. Easy. Fehlen noch 2 Zutaten. Ich mein schwarzes Pulver her. Kann man noch nicht zum Postamt, ne? Und Wenzel gibt mir auch noch auf den Sack. Das kann ich nicht timen, ne? Nee. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Ja, was soll denn das? Hallo? Es finde ich einfach nicht nett von ihm, dass er sowas macht. Ich habe auch nichts irgendwie, um da was... Der Zahnbohrer, der wird nicht helfen, das Rohr aufzubohren. Ich kann doch nicht die städtische Trinkwasserversorgung anbohren. Mhm. Oh, nanu, geht doch. Aber es bringt nichts, ne? Oh. Dieser Wenzel ist so ein Egoist. Ja, oder? Gegen Wenzel. Wer mag den schon? Hey, Lotti, kann ich zur Poststelle? Ist niemand da? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Ja. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Aber bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich verschwöre. Dann gehen wir. Aber wie passend, dass hier die Wartenummer 63 da ist. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Glaubt ihr, Wenzel tauscht mit uns? Vielleicht tauscht er die 62 gegen die 63. Hast du Bock, Wenzel? Du blockierst die Warteschlange. Ja und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Danke für diesen Punkt, Spiel. Mache ich das denn mit der Wasserader? Oder wie habe ich das nochmal gemacht? Wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit dem Wassertank machen. Ich weiß leider nicht mehr, wie das genau war. Irgendwas war da. Aber ich glaube, das mit Wenzel kommt sowieso erstmal noch später. Noch nicht jetzt. Meine ich mich zu erinnern. Fucking Gizmo. Hier ist nichts mehr, ne? Und der Türknopf, aber... Ich kann mit Gizmo reden. Ich glaube, wir haben noch nicht einzeln mit dem geredet, richtig? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Ich werde sie retten. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000-mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000-mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Hast du es versucht? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Oh, ich werde sie retten. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? Wir arbeiten dran. Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders.
Warum immer so unfreundlich? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Euer Diebstahl. Ich habe diese Zwicken im Rücken. Diebstahl. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine Robin, eigene was Diebstahlsensorik? Geht? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Oh. Was hat er denn mit seinem 8. Lebensjahr gemacht? Feuer! Unmöglich! Das hätte meine... Sie haben... Ja. Das war mein letztes... Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Hinter dieses Zwicken im Rücken. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Das sind immer die besten Ärzte. Ja, ruhen Sie sich doch kein aus. Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Findet ihr nicht auch, dass Gizmo einfach stört? Ich sag, das passt. Ja, ist okay. Ich dachte, vielleicht guckt Lotti nicht hin. Fuck. Den Drink bekommen wir natürlich erst ganz zum Schluss, wenn wir alles fertig haben. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie man an alles rankam. Lachen ist die beste Medizin. Das ist wahr. Kann ich hier ins Auto rein? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Warum ist das nicht das richtige Werkzeug, ha? Dieses Geräusch übrigens die ganze Zeit von dem. Gott sei Dank bin ich ein Ge... Verdammt! Ah. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ich komme nicht rein. Hier dran kann ich dich auch nicht binden, ne? Braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Das ist ein authentischer Deponia-Stream, inklusive Fullis verwirren und stundenlang in einem Rätsel hängen. Hey, hey, hey. Ich war nicht stundenlang in einem Rätsel dran. Wir spielen erst seit über 2 Stunden, okay? Da kann man noch nicht so sehr von Stunden reden. Mach mich gut, will ich damit sagen. Fuck. Kann ich den Papagei mitnehmen? Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Rufus würde niemals Tieren was antun. Hi, Rufus. Genau. Wie genau funktioniert? Nein, das wollte ich nicht fragen. Richtig. Hast du eine Ahnung, wo ich an energiereiches Wasser herankomme? Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Yeah. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Nein, nicht zur Notfallstation. Das ist ein Baum. Keine Ahnung, was wir mit dem Baum wollen. Hier will ich erstmal nichts machen. Wir gehen zu Toni nach Hause und schauen, ob wir die Batterie finden. Die kommt halt schon wieder nicht drauf. Ich komme schon wieder nicht drauf. Ich weiß nicht immer, was du meinst. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht. Ja, ja, dann halt nicht. Hier gibt es da, glaube ich, keine Schieberätsel. Da ist ein Schweißgerät und da ist ein Blindgänger und da ist ein Trichter. Keine Batterie. Danke.
Wegen deiner gesunden Beziehung zwischen Rufus und den Tieren nerven dich auch. In dem Blindgänger sollte schwarzes Pulver drin sein. Yeah. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Ich bin so schlau. Eine bestimmte Sache war für mich von Anfang an offensichtlich, als auch, also auch, als ich es damals selbst gespielt habe. Und du kamst da letztes Mal schon ewig nicht drauf und diesmal wieder nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt richtig drauf geachtet habe an dem Punkt bisher, Blubby. Unter Umständen kann es sein, dass ich dieses Mal mich gar nicht darauf konzentriert habe. Mit den Seitenschneider. Nein? Okay. Aber ich sage nur unter Umständen. Das heißt nicht, dass es stimmt. Kannst den Topf nicht einfach mitnehmen? Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Das ist okay. Fuck, das ich hab den Feuerlöscher nicht. Scheiße. Komm ich da eh nicht dran. Wir haben aber schwarzes Pulver. Doch, du hast es nämlich schon erwähnt. Hab ich schon erwähnt, was ich, worauf ich da nicht komme? Schwarzpulver? Yeah. So. Den Trichter brauchen wir, glaube ich, für später, ne? Ja. Yeah. Gab's hier sonst irgendwas? Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Ja, das ging sinnvoll. Woran ich mich erinnert hatte, dass ich hier was aufhängen kann. Aber ich kann den Ballon einfach nicht hier aufhängen. Ich dachte, das ging. Nein, dies ist der Tag. Moment mal. Willst du das haben, Toni? Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Okay. Genau das meinte ich. Hä? Nee, aber da bin ich ja damals, glaube ich, schon voll früh drauf gekommen. Aber ich weiß nicht, wie ich den hinkriegen kann. Toni will ihn einfach nicht haben. Letzte Verluftballon. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch? Musst du eigentlich dann stirb ein. Nein, der Tag. Moment. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit dir ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Ja. Der Verwesungs... Ja, ja. Ich das ganz anders machen? Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Nee, deswegen will ich ja den... Mensch, Rufus, genau deswegen will ich doch den Ballon da reinbringen. Oh, aber er will nicht. Er hat keine Lust. Was fehlt uns eigentlich noch auf dem Rezept? Ja, Kaffeepulver. Das ist unser Ziel. Besonders aufputschen. Das wäre wahrscheinlich... Nee. Energiereiches Wasser ist Batteriesäure. Klares Wasser haben wir nicht. Belebende Flüssigkeit. Das ist das vom Stier. Was besonders aufputschend ist, weiß ich nicht. Aber das brauchen wir noch. Irgendwie. Nicht was in der Notfallstation machen, noch nicht, ne? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Er versucht ja wirklich, ihn hochzuheben. Ich bin ja immer vorsichtig. Ich glaube, damals, als wir das gespielt haben, gab es die Animation irgendwie nicht richtig. Das war interessant. Da besteht keine Fluchtgefahr. Hm.
etwas, fand ich hier echt schwierig. Ich spare mir auch, wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ja. Ich würde sie damit niemals runterbekommen. Oh. Kokain ist aufputschend. Ja, aber wo bekommen wir Kokain her? Hallo? Du musst mit nachdenken. Der geht einfach nur runter, fuck. Die Leute immer mit ihren schicken Drinks. Ich bleib lieber bei der guten alten Plörre. Ja, aber wir brauchen was Spezielleres. Nichts gegen Plörre, ja? Oh, den Dartpfeil kann ich hier nicht verwenden, ne? Was? Nein, Rufus, what the fuck? Nein. Gleich nochmal. Das war doch gar nicht geplant. Nee, habe ich nicht, Phönixkönig. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Nein. Was nochmal? Vielleicht kann ich ja mit dem Handschweißgerät die Trucktür öffnen. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Deswegen sollst du es aufschweißen. Ach Mensch, Rufus. Sei doch kreativer. Ich bin kreativer als du. Das sollte dir zu denken geben. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Das schaffst du aber nicht. Verdammt. Seht ihr? Unfähig. Mach's nochmal. Okay, ich kriege irgendwie gerade Toni nicht gelöst und Wenzel nicht gelöst. Wenn ich Wenzel nicht löse, komme ich nicht zum Bürgermeister. Und wenn ich nicht zum Bürgermeister komme, weiß ich auch nicht gerade. Auf jeden Fall, ich komme auch nicht zum Postdingens. Was irgendwie doof ist. Die gibt's mir auch nicht. Finger weg. Ja, aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Das ist wahr. Nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Ja, warte mal. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ah, ah. Ja, yeah, ich bin bestimmt auch zahlender Kunde. Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Kann sie also nicht noch mal sauer machen, damit sie abgelenkt ist, ne? Aber du bist immer noch da. Oh. Luftballons wollte sie nicht. Aus dem Schwamm. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein... Musst du ihn... Eigentlich wollte ich... Dann stirb ein... Fuck. Irgendwie komme ich gerade echt nicht auf den nächsten Schritt. Ich weiß halt grob, was man tun soll. Aber... Ja, das ist halt... Mal, ich weiß es halt nur grob. Kann ich hier nicht was handschweißen? Das sitzt auch so schon fest genug. Oh, okay. Hier unten kann ich auch nichts machen, ne? Das sitzt auch so schon fest. Warum willst du das nicht einfach öffnen? Kann man das nicht auch mit dem Schweißgerät machen? Kannst du es einfach aufbohren? Ja! Yeah.
Das ist perfekt. Jetzt gehen wir hier hoch. Da hat Wenzel eine Wasserquelle gefunden. Oder doch nicht? Schade. Müsste... Aber... Wieso? Ich kann ja nicht nochmal die Sprengung machen und man kann sich ja diesbezüglich nicht softlocken, ne? Geh doch schneller, Junge, Mann. Leider kann ich das Teil aber nur so drehen. Kann ich dich nicht umschweißen? Das sitzt auch so schon fest genug. Oh. Uli, du musst das nochmal machen, dann kriegst du das Ergebnis. Ach so. Ja, dann. Ich kann doch nicht die... Kannst du doch. Oh. Aber mir fehlt doch einfach irgendwas, ne? Nein, dies ist dann der Tag. Moment. Nein, der Tag. Moment. Warum kann ich das Toni nicht einfach da so dranhängen? Was soll das? Den Vogel kann ich auch nicht netter mitnehmen. Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um... Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei. Verstehe. Der Arme. Kannst du ihn nicht einfach mitnehmen? Ich habe Hunger! Essen Papagei-Schwamm? Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Dann eben nicht. Den Schwamm unten andersrum, das Wasser aufzusaugen, da kommt ja kein Wasser hin. Ein Schwamm wird dafür nicht sorgen können, das aufzusaugen. Und wenn du das und das und das tust, dann noch mit dem redest, kriegst du das für da vorne. Ah. Das ergibt Sinn. Gern geschehen, danke. Ah, der Dietrich wäre nice. Der ist, glaube ich... Ich meine zumindest... Der ist dann für die eine Zelle gedacht. Kein ne? Gitter nicht der Welt Truck, kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ach so. Fuck. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Ah. Da besteht keine Fluchtgefahr. Kein Gitter der Welt kann mich auf... Ha, als ihr geblinzelt. Irgendwas war hier. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine mich zu erinnern, dass man irgendwie mit dem Gitter... die Fußfeste so platzieren konnte, dass die dann hängen bleibt beim Umwechseln. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr. Immer verpasse ich es, weil ich blinzle. Das ist manchmal das Leben. Der ist so schwer, aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, wir sind immer vorsichtig. Hier kann ich leider nichts festbinden, ne? Da besteht keine Fluchtgefahr. Brauche ich vielleicht den Ballon ohne Haken? Ja, vielleicht. Vielleicht ist der Haken einfach zu viel. Auch wenn ich sie garantiere, ich würde sie... Ach komm schon. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Das ist, was du brauchst, die meisten Sachen.
Die meisten Sachen, nein. Ja, ich weiß. Ich habe schon voll viel hier eingesammelt. Deswegen, eigentlich ist unser Progress voll gut, aber irgendwie gerade so ein kleines Ding fällt mir nicht mehr ein. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Ziel, das würde sie nur noch... Aber warum denn nicht? Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Ja, war das komplett das Falsche, ne? Das könnte die... Dumm, dass... Nee, dann halt doch nicht. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Ich habe ein Handschweißgerät. Wenzel hat eine Schutz... Wirf das doch da drauf, Rufus. Ah, nee, das geht nicht, ne? Wenzel hat... Nein. Fuck. Irgendwie im Kopf hatte ich, dass man was sprengen musste beim Wassertank, aber das ist ja komplett falsch. Weil ich nicht mehr sprengen kann. Habe ich bisher wirklich fast das ganze Spiel, was heißt fast das ganze Spiel, fast den ganzen Teil gelöst bekommen und bin jetzt an einer Sache die ganze Zeit am Hängen. Das ergibt ja auch irgendwie nichts Sinn. Das muss nicht umgefüllt werden. Warum nicht? Begründe. Das muss nicht um... Hast du rein, Longstein, mach's gut. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Aber wo? Wenzel hat eine Schutz... Oder will nicht. Jeder Stier hat auch keinen Bock. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Vielleicht kann ich ihm ja das Narkotikum geben. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Nein, Narkotikum. Der Stier ist wütend. Zeit. Keine Sorge, Fuli, niemand hat mehr von dir erwartet. Das ist gemein. Aber irgendwie habe ich auch beim besten Willen keine Ahnung mehr. Also selbst wenn ich das blind spielen würde, würde ich mir gerade denken so, hä? Was wollt ihr denn gerade von mir? Das ist so dieses typische, was hat sich der Delik hierbei wieder gedacht? Genau das ist hier wieder das Ding. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Warum nicht? Nein, der Tag. Moment. Nein, der Tag. Moment. Nein, der Tag. Moment. Deine Katze wollte dich gerade umbringen. Okay. Ah, sie will ja auch kein... Willst du Dartpfeil, Toni? Das würde sie nur... Aber das ist der Sinn. Wir wollen sie wütender machen. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich nicht noch. Nein, der Tag. Moment mal. Brauchst du einen Schwamm? Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht mein Haus mit deinem? Musst du ihn ja, eigentlich wollen? Dann stirb ein. Kannst du mir bei dem Rezept helfen? Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Das Lebensmittel? Oder ist es eine Waffe? Ich sag... Ja, aber du sagst, nimm die Füße. Da muss man schon... Und sieh her... Oh, nicht aufrecht. Tief? Ja, einfach... Mit dem Ballon am Haken wegfliegen lassen. Finger weg. Ist ja gut. Waren da gerade zwei Roombas? Ja, ne? Und jetzt ist da keiner. Doch, jetzt ist da wieder einer.
Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, ob man erstmal Wenzel oder erstmal Toni gemacht hat. Bei Wenzel habe ich auch keine Ahnung, was der von mir möchte hier. Will mich auch diese Wünscheroute nicht anfassen lassen. Hier oben kann ich ja auch nichts machen, richtig? Wenn ich da einen Ballon reinstecken. Das meine ich, wie kommt man auf sowas? Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Es ist halt so, du musst mit 3 Schritten da arbeiten, wo du bei keinem eine Ahnung hast. Ach, warte mal, das geht. Nein, nein. Erstmal treten. So, und jetzt ziehen. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Ist echt. Sag's ihm nicht, Chat. Don't tell him, okay? Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es kaum glauben. Don't tell him, guys. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Good night, Moin. Nur... Er hat wirklich Moment eine mal, gefunden. Das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Fucking Wenzel! Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Das werden wir so ein bisschen mit dem Schwamm da aufsaugen. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Okay. Das sieht er jetzt nicht. Also. Hält das eigentlich zumachen? Ja. Wir waren hier nie dran. Okay, immerhin habe ich das jetzt geklärt, ja? Hey, Toni. Wie war das nochmal mit den Coupons? Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenke. Und ja. Du bekommst den... Tolle Geschenke. Oh, dringend ein paar Zutaten. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein. Das Thema verdient deine... Ich muss weg. Das aber du... Okay. Ich das Ding aktiv das nutzen? Das ist die Wünscheroute von meinem Dad. Oh, ich glaube, ich weiß, wofür man die nochmal gebraucht hat. Aber ja, Guys, ich würde eigentlich fast schon sagen, obwohl, wisst ihr was, 5 Minuten haben wir noch. Vielleicht fällt mir in 5 Minuten noch irgendwas ein. Ich meine, es kann sein. Aufgehört zu fließen. Da. Ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Wollen wir das klare Wasser nicht einfach mitnehmen? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ach komm. Stell dich nicht so an, wir brauchen das Wasser. Ich will mit Wenzels... Was? Wir finden die Quelle selber. Ich will mit Wenzels... Oh, dann halt nicht. Wo ist Wenzel eigentlich jetzt hin? Oh, warte mal, jetzt war der bestimmt im Rathaus. Yeah.
Endlich. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Du bist und klein. Mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Das ist einfach nur gemein. Nummer 63, bitte! Was bin ich? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Hallo? Lotek? Ja, schon wieder HW! Was? Er stört. Seht ihr ihn? Habt ihr ihn gefunden? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Oh. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Habe ich sein Kontinent? Yeah, da auf dem Globus. Aber sie verdanken mir ihr Leben. Wirklich? Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen. Nur 90%. Lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal deine Chance. Aber genau so war's. Als beendet wäre. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Aber mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Das ist einfach nur verletzend. So ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Aber da ist der... So ein Lügner. Eine Gegensprechanlage, eine Klingel, ein Wasseremblem. Ich mag den Globus. Effudi, der Alte, hat dieselbe Stimme in Deutschen wie Palmer aus dem Final Fantasy VII Remake. Echt? Oh, das ist cool. Aber hey, wir haben ein kleines Glas, was bestimmt perfekt ist, um ein bisschen klares Wasser mitzunehmen. Ich meine, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben, aber nein, wir nehmen das klare Wasser mit, ne? Jetzt, wo niemand guckt. Ich glaube, Rufus weigert sich einfach da. Aber das ist okay. So. Irgendwas konnte man, glaube ich, im Büro noch machen, ne?
M-A-C-H-T-S. Aha. G-U-T. Aha. I-H-R. Aha. I. D. O. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe keine Ahnung, Phoenix. Das kann man halt bestimmt in der deutschen Synchronsprecherkartei nachgucken. Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Ist halt echt so. Nanu, er ist weg. Naja, auch gut. Der Tod. Macht's gut und danke für den Fisch. Yeah. Nächster bitte. Nächster bitte. Aber gut, Guys, ich würde sagen, machen wir hier Feierabend für heute. Gott, das sind viele Saves. 2019, seht ihr das? Oh Gott. Ja, Lofi, so fühle ich mich auch gerade. Wir haben auch 2020 das durchgespielt. Im Sommer. Gott, das ist so lange her. So, speichern. Ich wollte eigentlich... Naja, okay. Gute Nacht. Ja, ich würde sagen, machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns morgen bei Pokémon Legends Arceus. Das spielen wir lang, weil die Direct kommt. Und dann gucken wir die Direct um 23 Uhr direkt hier. Und machen danach Feierabend. Das heißt, morgen ist ein langer Stream. Aber dafür hatte ich heute Nachmittag frei. Also vielen Dank fürs dabei sein. Schlaf gut. Träum ein schönes Jahr. Wir sehen uns dann. Tschüss.